Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Na, Spaß. Was ist eigentlich mit meinem Buch? Ja, die Frage haben sich jetzt bestimmt schon manche gestellt. Ich stelle es mir selber gerade, weil eigentlich hätte ich es schon lange veröffentlichen müssen oder können zumindest, weil der Inhalt ist schon komplett fertig. Ich habe mir auch schon, ja, wie gesagt, habt ihr eh gesehen, Probeexemplare schicken lassen. Trotzdem verzögert sich das Ganze nur, weil ich beim Probeexemplar was entdeckt habe, was mir nicht ganz so gefallen hat. Habe ich es nochmal zurückgeschickt. Durch die Feiertage dann über Ostern hat sich das jetzt ein bisschen gezogen. Und jetzt müssen sie das begutachten, quasi, ob das quasi wirklich ein Druckfehler war oder bla bla bla. Und ja, dann dauert es eine Woche ungefähr, bis wir Bescheid geben, was wir jetzt damit machen. Und dann müssen sie mir wieder ein neues schicken. Es dauert dann wieder eine Woche und das verzögert sich jetzt dann so. Es ist Wahnsinn eigentlich, weil seit Anfang Januar ist eigentlich steht der Inhalt eigentlich vom Buch fertig. Dann habe ich es nur formatieren müssen und jetzt möchte ich es halt einfach nicht so unfertig veröffentlichen, weil irgendwie, ich glaube, ich werde so schnell kein Buch mehr schreiben. Und ja, es ist halt einfach so, dass mir da was nicht gefällt auf dem Cover, was da los war. Und deswegen muss ich jetzt das nochmal ändern lassen. Ich hätte mir wirklich nie gedacht, dass ich das letztes Jahr, Anfang Mai, die erste Zeile geschrieben habe vom Buch, die erste Zeile, dass es dann über ein Jahr oder genau ein Jahr dauert, bis ich das mal rausbringe. Es ist jetzt echt schon sehr, sehr mühsam. Also es ist Wahnsinn, was da alles dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur das Schreiben, es ist dann eigentlich die Arbeit, Verlag finden und ja, dann bla bla bla, das Formatieren und alles. Das ist echt mega, mega krasse Arbeit. Hätte echt nie gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Also von dem her war eigentlich das Schreiben nur das Einfachste. Wie gesagt, das muss jetzt dann noch überprüft werden, kommt dann wieder zurück, dann muss ich nochmal drüber schauen, ob es mir so passt. Und wenn es mir dann so passt, dann dauert es circa 14 Tage, bis dann in allen Buchhandlungen verfügbar ist oder lieferbar ist, weil es wieder dann in das Buchverzeichnis der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen und alles. Und das dauert dann einfach seine Zeit. Und dann, ich hoffe, das ist bald, dann ist es fertig, dann ist es zum Veröffentlichen. Und dann hoffe ich, dass natürlich so viel wie möglich von euch kaufen. Natürlich nur, wenn es euch anspricht. Aber ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich werde dann eh nochmal ein ausführliches Video dazu machen. Wenn das Buch wirklich draußen ist, ich bin eigentlich kein Fan von sowas, weil zum Beispiel, wenn Karl S. oder was Werbung macht für sein Buch, dann nervt mir das eigentlich immer. Aber irgendwie kann ich es mittlerweile verstehen, weil es ist doch irgendwie so eine emotionale Sache, wenn man ein Buch geschrieben hat, ist ja doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mein Baby jetzt quasi, weil ich da so viel Zeit reingesteckt habe, so viel dran gesessen habe. Und deswegen beschäftigt mich das jetzt auch ein bisschen, aber das kriegen wir alles hin. Das Buch wird bestimmt mega geil, ich hoffe, dass es ein Renner wird. Ist natürlich nicht die Voraussetzung. Hauptsache, ich habe mir den Traum erfüllt, ich habe mir ja, den Wunsch erfüllt damals, wie ich gesagt habe, hey, Buch ist auf meiner Bucketlist, das muss ich nur schreiben, bevor ich es abhaken kann. Das kann ich jetzt dann bald machen. Vielleicht kommen sie pünktlich zu meinem Geburtstag raus, das wäre natürlich hammergeil. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr euch von dem Buch erwartet oder was ihr von dem Buch erwartet. Was euch da erwartet und würde ich sagen, ich schaue jetzt, dass ich jetzt heimgehe, bin immer nur auf der Verkehrsinsel und wünsche euch viel Spaß beim Training, habt einen geilen Tag, haut rein Leute, ciao.